So, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Wir freuen uns auf eine attraktive Fußballpartie. Und aus dem Stadion begrüßen Sie heute Tom Bayer und Sebastian Herrmann. Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Fans sind da, die Stimmung ist großartig. Wir haben noch dankbarer Ball für den Keeper. Da kommt sie, die Grätsche von der Seite. Gut gesehen vom Schiedsrichter. Ja, gibt Vorteil, Tom, genau. Und jetzt haben sie Platz. Wenn sie jetzt schnell spielen, dann können sie was machen. Und jetzt muss er ihn nun... Tor! Endlich ist es da. Die Heimmannschaft geht mit diesem Treffer in Führung. Wobei, in dem Tor werden ja schon die Mannschaftskameraden wenig begeistert sein. Ja, und so einen Fehler darf man sich natürlich auf dem Niveau nicht erlauben. Völlig richtig. Also das Stellungsspiel, das muss er doch deutlich verbessern. Es gibt die gelbe Karte. Der erste Treffer, das 1:0. Der Schiedsrichter hat einen Foul gesehen und entscheidet auf Freistoß. Ja, Schiedsrichter sagt, das ist eine gelbe Karte. Ja, völlig zu Recht, also die hätte sich redlich verdient. Das war schon eine üble Aktion. Ja, und jetzt hat er den Pass klasse gespielt. Die Situation wurde bereinigt. Oh, da wird der Trainer sauer sein auf seinen Spieler, der schon verwarnt war und so in den Zweikampf geht. Ja, Sebastian, Konsequenz ist klar, denn einmal hat er schon gelb gesehen. Ja, völlig richtig. Das ist jetzt die zweite. Also muss er vom Platz gut erkannt vom Schiedsrichter, muss man sagen. Und natürlich eine blöde Aktion des Spiels. Ja, Ball war im Aus. Ivica Grilic. Was macht der Schiedsrichter? Lässt weiterlaufen. Ja, richtig. Auf Vorteil entschieden. Gut. Und den hält nicht jeder. Ja, die Spieler rücken in den Strafraum auf. Es gibt Eckball. Und er zögert überhaupt nicht. Genau in die Arme des Torhüters. Der Ball ist wieder im Tor aus. Erneuter Eckball. Ja, der Eckball muss viel schärfer kommen. So ist das Ganze natürlich überhaupt kein Problem für den Torwart. Voll konzentriert geht er in den Zweikampf. Sofort abgezogen und Endstation. Der Torwart wirft den Ball ab. Ilicevic. Heisinger. Gut gemacht. Ja, da war er viel zu leichtsinnig. Ergebnis, Ballverlust. Den Ball fängt er ganz souverän ab. Da setzt er zur Grätsche an. Schön gespielt. Grilic. Hat er richtig gut gemacht. Ist nicht zu stoppen von der Abwehr. Da hat er ihn kurz entschieden, ich muss raus. Und das hat sich gelohnt. Ja, genau, da hat er dem Angreifer den Ball abgenommen. Wunderbar gemacht. Und er hält ihn fest. Und schon ist der Ball wieder im Spiel. Und wollen wir da groß diskutieren? Nein, klare Abseitsposition. Gut gesehen vom Schiedsrichter, aber ich meine, es ist ja auch eine ganz klare Abseitsentscheidung. Eine Tormöglichkeit somit dahin. Und das hat einen Abschluss zur Folge. Lubui. Wir freuen uns. Freistoß, das ist die Entscheidung des Unparteiischen. Und jetzt setzt er hier die Verteidigung matt. Felkenhauer. Ja, warum nicht mal mit Gewalt? Und hier ist Schluss. Hat er gut gesehen, der Schiri, Vorteil. Ganz genau. Und jetzt kann sich daraus vielleicht was entwickeln. Ivica Grilic. Da kommt sie, die Grätsche von der Seite. Nerich. Und jetzt ist niemand mehr da. Oh, das war eine klassische. Oh, da zittert die Latte. Mein lieber Mann. Gut, wie er da sich... der steht halt immer richtig. Der steht immer richtig. Und deswegen landet der Ball auch oft in seinen Armen.
Ivica Grilic. Ja, war das der sogenannte tödliche Pass? Da hat er den Ball zwar getroffen, kann ihn aber nicht kontrollieren. Reisinger. Nerich. Ja, und so bringt er den Ball weg. Und der muss reingehen. Und ich glaube, Sebastian, da wird er nicht so konzentriert wie bei seinem Tor. Ja, vielleicht hat ihn das dann zu sicher gemacht hier für diese zweite Aktion, denn den muss er eigentlich auch machen. Es ist doch schon einer draußen, da muss er jetzt ein bisschen mehr Konzentration zeigen, sich ein bisschen mehr zurückhalten. Der Schiedsrichter pfeift den Zweikampf ab, zu Recht, vielleicht gibt es noch eine Ermahnung. Jetzt zeigt er die rote Karte. Na, ich weiß auch nicht, ob er hier mal ein Zeichen setzen will, der Schiedsrichter, aber für mich überhart diese Entscheidung. Also für dieses Foulspiel darf sich der Spieler nicht über die rote Karte beschweren. Das war. Und Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Schlimmer Fehler. Achtung, viel zu leichtsinnig. Viel zu leichtsinnig. Weg ist der Ball. Ja, und er hält. Und der Ball ist wieder im Spiel. Und das war der Pfiff, der die erste Hälfte beendet. Tja, eins können wir schon mal feststellen auf jeden Fall. Das ist eine ziemlich witzige Angelegenheit bisher. Ja, absolut. Also wenn das so weitergeht, weiß ich nicht, mit wie vielen, die dann tatsächlich vom Platz kommen hier. Also der Schiedsrichter hat richtig viel zu tun und hat hier auch gleich mehrere Zeichen gesetzt. Oh, jetzt hat er den Ball verloren. Und klasse, wie er da das Mittelfeld mit einem weiten Ball überbrückt. So, und den Zweikampf hat der Schiedsrichter abgepfiffen. Und jetzt, Sebastian, jetzt gibt es schon wieder Gelb. Ja, das ist die wievielte, ich weiß es gar nicht. Also der hat wirklich heute seinen großzügigen Tag, was gelbe Karten. Ja, jetzt muss der Schiedsrichter das Spiel allmählich aber mal beruhigen. Sebastian, eher ein schwacher Schuss oder eher eine gute Parade? Naja, das eine kommt so zum anderen. In jedem Fall hält der Torhüter den Freistoß sicher. Nierig. Sieht gut aus. Tarace. Achtung, genau in den Lauf. Ja, wie kann man so in den Zweikampf gehen, wenn man schon gelb gesehen hat? Ja, mit diesem Foul hat er bereits die zweite gelbe Karte im Spiel kassiert und muss jetzt vorzeitig vom Platz. Grilic. Oh wei, wir hatten einige den Torschrei Sebastian schon auf den Lippen. Ja, aber eigentlich muss er wenigstens das Tor treffen aus dieser Position. Klasse, wie er den spielt. Ja, entschlossen geht er da in den Mann und holt sich den Ball. Ja, er wartet auf Unterstützung. Und jetzt schauen wir genau hin. Oh je, da gehen die bangen Blicke in Richtung Schiedsrichter. Ja, gelbe Karte und Sebastian, dabei bleibt es nicht. Nee, es gibt natürlich automatisch auch diese Freistoßsituation und das ist eine richtig. Und weiter ist aufgepasst. Also eins steht mal fest, der Schiedsrichter hat richtig viel zu. Klares Foul und der hatte schon gelb. Sebastian, was ist das? Ist das mangelnde Konzentration oder was fehlt da? Ich glaube, es ist so eine Mischung aus mangelnder Konzentration, zu wenig Selbstvertrauen. So viele Chancen darf man einfach nicht liegen lassen. Da ist einer, der kann die Spielsituation genau richtig einschätzen und profitiert davon. Ja, das müssen wir uns nochmal anschauen. Das war so knapp, das war ganz eng, aber er entscheidet, es war Abseits. Knappe Abseitsentscheidung hier vom Schiedsrichter und vom Assistenten, aber genau richtig entschieden. Gutes Auge. Das wird gefährlich, weil liegt in guter Position bei diesem Freistoß. Auf zwei Sachen hat der Unparteiische in dieser Situation entschieden. Einmal auf Freistoß und einmal auf Gelb. Ja, und beides. Thank you.
Der Spieler ist bereits mit der gelben Karte vorbelastet und so an die Latte. Aber der Ball ist noch heiß. So, der Ball ist draußen, gibt Eckball. Ja, das war zu ungenau und davon hat der Abwehrspieler gleich profitiert. Nierig. Ja, da kommt sie, die Grätsche von der Seite. War es richtig, dass er da vorne... Oh, da hat er sich nicht mehr unter Kontrolle und der ist schon verwarnt. Macchiadi, klasse Pass in die Spitze. Sehr gutes Stellungsspiel des Abwehrspielers in dieser Situation. Ja, Fehlpass. Nierig. Er zieht vorbei. Er grätscht in den Mann. Das ist nicht so schlimm, solange er den Ball trifft. Ivica Grilic. Und den wollte von der Seite abgrätschen. Nierig. Das war schon wieder ein perfekt gespielter Pass. Ja, das ist richtig gutes Timing. Also das haben sie gut drauf heute. Er sucht eine Anspielstation. Also dass der sich jetzt auch... Ja, das ist doch eine ganz klare Aktion gewesen. Da muss es Freistoß geben. Grilic. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Und der Torwart genau im richtigen Augenblick an genau der richtigen Stelle. So, Achtung, Flanke in... Und banger Blicke auf die Uhr. Aber es gibt nochmal Freistoß. Und er hat die Situation souverän bereinigt. Das könnte jetzt der Ausgleich werden. Es gibt noch mal Eckball hier. Nimmt ihn mit dem Kopf. Mein lieber Mann, da wäre es fast passiert. Das hätte der Ausgleich sein können. Ja, das war ein guter Versuch nach diesem schönen Zuspiel, nach dieser Ecke. Aber das Tor wird verfehlt. Aber gut einstudiert, diese Situation. Meichel weg. Und jetzt hat er alle Möglichkeiten. Gehalten zunächst. Und der Ball ist noch heiß. Tararache. Und so hat er den Angriff erstmal gestoppt. Ja, die Frage ist jetzt, können Sie mit dem Freistoß was anfangen? Ja, und da muss der Schiedsrichter auch reagieren. Ich muss die gelbe Karte zeigen, das war schon eine harte Attacke. Ja, so langsam sollte ja fast jeder Spieler eine gelbe Karte erhalten haben. Und er hält ihn aber nicht fest. Und der Torwart wirft den Ball entschlossen ab. Schaffen Sie mit diesem Eckball jetzt noch den Ausgleich. Und der Keeper steht bei die dankbarer Ball für den Keeper. Und die Fans stehen. Ausgleich im letzten Augenblick. Der Schiedsrichter hatte die Pfeife schon im Mund. Also die Moral in der Mannschaft stimmt. Ja, die Moral stimmt. Also dass sie das jetzt noch mal umgebogen haben, sind kurz vor dem Ende. Gut ab. Jetzt ist alles wieder möglich für beide. Und wir haben keinen Sieger nach 90 Minuten.